Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht es hier schon von links ins Bild fahren, ein riesengroßes Paket mit ordentlich MFB-Klebeband. Da hätte ich auch gerne mal eine Rolle von. Die musste wohl alle werden und deswegen ist hier so viel drum. Bombensicher verpackt und ja, was da drin ist, das zeige ich euch jetzt. Bin schon sehr gespannt. Ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt. Schwupps. Oh Gott, ist da viel Klebeband drum. Ist da viel Klebeband drum. In der Zeit, wo ich das hier aufmache, habt ihr gerne mal die Zeit, auf die Abo-Glocke zu drücken und natürlich auch auf die Glocke zu drücken und auf den Abo-Button. So heißt's. Genau. Und auf den Like-Button. Könnt ihr natürlich auch machen. Weil jetzt natürlich noch viele Leute ehrlich zuschauen und also ganz heimlich zuschauen und es einfach nicht schaffen, mal sich ein Konto anzulegen und Lemmy auch mal zu abonnieren. Also das finde ich eigentlich auch gar nicht so richtig in Ordnung. Aber nein, man kann nicht alles haben. Man kann nicht schön sein und viele Abonnenten haben. Es geht einfach nicht. So. Er hat auch das beste Messer gewählt. Außerdem hat er ja Kraft. Genau. Oh Gott, da geht es ja weiter mit dem Klebeband. Bin mir noch nicht so richtig sicher. Könnte auch eine Paketbombe sein. Oh Gott, oh Gott. So. Und da ist das gute Stück. Da haben wir einmal die Raumfischbox. Die Raumschiffbox, wie ich sie auch gerne nenne. Und einmal die Probox. Und jetzt kommt's. Die 25-50 Box. Perfekt. 25 war ich mal, bis auf 50 ist nicht mehr weit. Passt eigentlich gar nicht so schlecht. Genau. Die machen wir einfach ein andermal. Ich bin nämlich schon so gespannt, was hier drin ist. Ich habe schon so ein paar Teaser-Bilder gesehen bei Instagram und auch schon von einigen gehört, dass der Wert, der da drin ist, dass diese 25 Euro, die 50 Euro bei weitem übersteigt. Ich würde euch gerne einen Link reinmachen, aber leider gibt es die jetzt nicht mehr. Das heißt, wenn ihr das Video seht, habt ihr leider Pech gehabt. Ich hau euch nochmal hier oben hier Bing! Auch nochmal ein Video rein vom letzten Jahr. Da gab es die auch schon und da war die auch sehr geil gewesen auf jeden Fall. Ja. So, dann legen wir mal los. Auf die Plätze, fertig, los. So viel Klebeband habe ich in einem Video noch nie durchgeschnitten. So. Oh Gott. So schön voll. So schön voll. Ist sie nicht schön voll? Ja, sie ist nicht schön voll. So, da haben wir hier von Doyo Kentoka Gesundheit. Ja, einen, na, wie heißen die? Na, ihr kennt es hier doch, diese. Ach, Mensch. Ach, mir fällt das Wort nicht ein. Die heißen nur Skills. Ach, fällt mir das wirklich nicht ein. Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Wie heißen die denn? Shutterbait. Die heißen natürlich ein Shutterbait. Mit natürlich heißen die Shutterbaits. Ja, cool auf jeden Fall. Mit Gold. Ich weiß gar nicht, wo der drin war. Aber den habe ich auf jeden Fall schon. Aber der ist auf jeden Fall toll. Also da kann man nie genug von haben. Da kommt jetzt natürlich noch euer Gummifisch dran. Also kann man machen, muss man aber nicht. Und geil. Ja, auf jeden Fall. Ist auch so ein bisschen Trend jetzt, mit denen zu angeln. Ja, genau. So, dann haben wir hier warmcompany.com Zipper Division of Fishing Complete Included Manufactured in Prudenville ME. ML? Hm. Ja, schön. Hier so ein paar Algen-Look, Krebs, Bumsings, Imitate, Gummifische mit Doppelschwanz. Schön. Ja, stinken die? Ich traue mir gar nicht an zu riechen. Nö, geht. Ne. Oh, habe ich jetzt alleine geklemmt? Nö. Okay. Und ein schöner Beutel auf jeden Fall. Wieder ein Zipperbeutel, den könnt ihr gerne auch nochmal wiederverwenden. Dann haben wir hier von Owner Tasty Scent Soft Baits. Genau. Den Junior Shad in 4,2 Inch Pro Blue. 7 Pieces in a Box. Den hatten wir letztens auch erst im Kudel. Aber cool, Gummifische kann man nie genug haben. Also wirklich nie genug. Und was haben wir noch? Das Berkeley Power Bait Power Pack. Dropshot for the Sander. Ja, mit verschiedenen Gummifischen und verschiedenen Dropshot-Blein hier für Flüsse, für Seen, für hast du nicht gesehen, für tief, für schnell sinken, für nicht. Mit Stinger, mit Drillingen, mit Dropshot-Haken. Also ein tolles Starter-Paket hier auf jeden Fall. Mit natürlichen Farben, mit Ghost Perch-Farben, mit wahrscheinlich leuchtend, glaube ich. Da waren welche bei, die auch geleuchtet haben. Also nicht fluoreszierend, sondern so richtig geleuchtet. Aber draußen ist noch hell. Ah, das sieht man jetzt nicht. Nee, draußen ist noch ein bisschen zu hell. Tut mir leid. Aber auf jeden Fall auch toll. Also gar nicht mal so toll. Doch wirklich toll. Und dann haben wir hier von Gunki den Otachi Gesundheit. Nochmal. Ich habe noch eine kleine Tüte drum. Die lassen wir gleich mal weg. Genau. Big Bait Series.
0,5 bis 1,5 Meter Lauftiefe, 125 mm lang und 61,5 Gramm. Kenne ich den schon? Hatten wir den schon mal? Weiß ich gar nicht mehr. Ach, verdammt Axt. Ein schönes Barsch-Design hier. So ein bisschen. Natürlich noch aufgewertet mit ein bisschen Gold und so. Aber soll wahrscheinlich ein Barsch sein, so ein bisschen. Ja, hier so ein fetter Jerkbait. Hat er Kugeln drin? Ja, kleine Kugeln auf jeden Fall. Und ordentlich schwer. Also wie gesagt, 61 Gramm. Puh, ist schon. Ja, also ich rufe immer wieder gerne dazu auf, wer mir beibringen möchte, wie man mit solchen Ködern angelt, der kann das gerne mal machen. Dafür mal sicherlich mal einen Termin, weil wie gesagt, so Hardbait-Profi, also da puh, bin ich noch ein bisschen von weg auf jeden Fall. Also da könnt ihr mir gerne mal unter die Arme greifen. Schwupps. Das ist nicht schön. Zack. Und weiter geht's. Von Savage Gear. Savage Gear, Savage Gear, Savage Gear. Wie heißt er denn? Das ist natürlich der Glide Swimmer 165. 16,5 cm lang, 49 Gramm Slow Sinking Big Glide. Packen wir den auch mal aus. Den kenne ich noch nicht. Also den, der ist an mir vorbeigegangen. Ich habe ja schon viele Boxen bekommen, aber der war nicht drin. Oha, der ist auch schön. Der ist auch schön. So aus wie ein Hering, ne? Oder? Ja. Doch. Auch toll. Und wieder rein. So, also selbst das wären jetzt hier für 25 Euro schon eine Wahnsinnsbox. Ne? Aber es geht noch weiter. Es geht noch weiter. So. Schwupps. So, was haben wir? Wir haben von DAM den Roach Spoon hier. Ein schönes Plötzendesign. Lead Free. Und zwar Körperform und Details in Natur inspiriert, extrem, naja und so weiter, ihr wisst schon. Ja, der ist auf jeden Fall toll, den habe ich schon in ganz klein als Barsch. Ist ein schönes Teil auf jeden Fall, ne? Ja, kannst du ordentlich weit schmeißen, geht nicht kaputt. Schön. So, dann haben wir hier von Yancy Dropshot Jig Rig. Dropshot Jig Rig, 7 Gramm Hülkengröße, wollte ich gerade sagen, Hakengröße 3,0. Könnte auch eine 370 heißen, aber das wäre dann doch ein bisschen zu große Haken. Gute Wurfeigenschaften, schnell sinken und viel Bewegungsspielraum. Das ist doch toll, das ist alles, was wir brauchen an einem Dropshot-Rig-Jig-Rig. Dropshot-Jig-Rig. Ja, schön. Ja, genau. So, weiter geht's. Schwupps. Von der Firma Ilex haben wir hier den Nitro Shad. Ja, die sind so ein bisschen besonders. Die haben nämlich vorne das so ein bisschen abgeschnitten, dass da wahrscheinlich so genau der Jig-Kopf so rein passt, ne? Damit es irgendwie ein bisschen, ja hier, da sieht man es ganz gut. Sieht man das? Man sieht es. Ne? So eine Spezial-Jig-Köpfe vielleicht. Ist jetzt hier zwar normaler dran, aber da gibt es wahrscheinlich dann noch extra welche für, dass es eben besonders cool aussieht. Ne? Ja, auf jeden Fall cool. Schöne Farbe auch. Mhm. Kann man nicht meckern. Da kann man echt nicht meckern. So, und von Gunki haben wir nochmal den V-Max mit Anis Flavor. Zum Glück ist es nicht Anus Flavor. Ja, 4,7 Inch und 12 cm und 4 Pieces in Raw. Genau, ein bisschen bunte Farben, auf jeden Fall auch wahrscheinlich. Hier, wie heißt das? UV-aktiv. Ja, sieht man ja hier schon. Also der und der, der weiße eher nicht so. Aber vielleicht leuchtet der auch wieder im Dunkeln, könnte auch sein. So, bleib locker und geh angeln. Das würde ich zu meiner Frau auch gerne mal sagen, aber dann darf ich nicht mehr angeln gehen. Noch ein schöner Aufkleber dabei. Und dann haben wir von Konga nochmal einen Stahlvorfach. Ach nee, ich sage kein Stahl, ist ja Wolfram. Ja, hier heißt es jetzt Wolfram. Bei den komischen, Cheburashkas heißt es ja Tungsten. Ist eigentlich irgendwie dasselbe. Ist auch nicht warum. Wolfram kenne ich tatsächlich nur von früher. Das war mal, einige von euch kennen es vielleicht noch, da gab es mal Glühbirnen. Es gab nicht immer nur LED-Birnen oder sowas ähnliches, sondern eine Glühbirne. Ne? Da ist dann so ein Wolfram-Fahnen in der Mitte drin und der hat dann irgendwann geleuchtet. Genau, und hier haben wir jetzt 10 Kilo Tragkraft, 25 cm Länge, 0,23 mm Durchmesser und 2 Pieces. Genau. Und natürlich ein Lolli. Ist es nicht schön? Doch, ist es. Meine Kinder freuen sich immer an den Lolli. Schön! Ja, also wirklich eine tolle Box hier. Also für 25 Euro esse ich bitte euch. Das ist ja quasi fast geschenkt. Also, ne? Muss ich wirklich sagen. Immer wieder toll. Also im nächsten Jahr Augen und Ohren offen halten und holt euch diese Box. Ich sag's euch. Gut, dann würde ich mal sagen, war es das für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und haltet durch. Euer Lemmy.